Hallo, im heutigen Video geht es um die Mod Tischsäge. Ist vom AutoPT Mods, hat eine Größe von 1,60 MB. Und der Schreibtischkreissäge zum Schneiden von Bäumen in kleinere Stücke. Die Maschine funktioniert auch ohne die Hilfe eines Traktors. Sie müssen lediglich die Maschine betreten. Achtung, damit die Maschine ordnungsgemäß funktioniert, schalten Sie die Option automatischer Motorstart aus. Also um quasi, dass die Maschine, man steigt quasi in die Maschine ein wie ein Fahrzeug, startet die Maschine wie ein Motor von einem Gerät und deswegen muss man den automatischen Motorstart hier ausschalten, weil die Maschine sonst wieder ausgehen würde, wenn man die Maschine verlässt. Schauen wir uns das Ganze mal im Kaufmenü an. Ihr findet im Shopmenü, ihr findet es unter Geräte und Forstmaschinen. Dann hätten wir es hier, die Lizard Tischsäge. Man kann die Farbkonfiguration verändern, also vom Motor unten. Hier sieht man, da ist ja das Blau und vom Rahmen dieses Grün. Geschwindigkeit, wo sie fährt, ist 3 Stundenkilometer, also man kann damit erfahren, jetzt nicht lenken, sondern nur vorwärts und zurück und rückwärts. Gewicht ist 760 Kilogramm, kostet 500 € plus die Optionen. Gut, ich habe jetzt da keine Optionen ausgewählt. Die zwei Farboptionen kosten jeweils 100, also 500 plus 200, also 700 €. Das ist immer der Preis anscheinend, weil man muss ja auch Farbe auswählen. Man kann ja nicht, ohne Farbe geht es ja gar nicht. Ganze kann man auch mieten. Basiskosten sind 14 € pro Arbeitstag, 7 €, pro Arbeitsstunde 14 € und für 35 € Initialmietkosten kann man diese Tischsäge mieten. Ich habe schon gemietet, deswegen brauchen wir es nicht nochmal machen. Hier wäre sie dann quasi. Jetzt steigen wir also ein wie ein Fahrzeug auch mit der Taste E auf der Tastatur und starten wir den Motor mit B. Dann läuft sie, dann können wir jetzt wieder aussteigen und dann hoffe ich, läuft sie immer noch. Genau. Sehen wir es. Dann machen wir uns mal einen Baumstamm. Achso, das ist wieder so ein großer Baumstamm. Eieieiei. Motorsäge habe ich auch noch keine. Das ist vielleicht nicht schlecht, wenn ich mir da schnell eine kaufe. So. Und dann gucken wir mal. Okay. Dann machen wir mal doch einen Baumstumpf. Schauen wir mal, ob das richtig 1 Meter. Unter Umständen kann man das heben, ja, richtig. Und dann, na, dann müssen wir so um. Müssen wir es nochmal sägen können. Gut, dann kaufen wir uns noch das Grundstück da daneben. Grundstück 41. Und dann suchen wir uns mal einen Baum hier. Okay. Kaufen. Ja. Jetzt haben wir es. Jetzt dürfen wir auch die Bäume fällen. Nehmen wir ein, dass wir nicht so weit tragen müssen. Den hier zum Beispiel. Schneiden wir mal um. Beim großen Baumstamm ist er nicht gegangen. Hat es ja nicht funktioniert. Nehmen wir uns mal da dieses Mittelstück raus. So. Gut, dann auf. Da ist er noch an der Grenze des Tragbaren. Dieser Baumstamm. Okay. Steigen wir nochmal ein, ob sie hier läuft. Motor starten. Baumsäge einschalten. Aber scheint irgendwie nicht zu funktionieren. Oder vielleicht diese Schneidekollision, wo die sich die befindet. Vielleicht befindet sich die ein bisschen drüber oder so. Nein. Und wenn ich unten durchgehe, geht's nicht. Tja, was soll man dazu sagen? Da haben wir nochmal mit einem dickeren Stamm. Ein bisschen kürzer ist. Funktioniert jetzt dann?
wenn man es so durchschiebt, funktioniert es dann? Auch nicht. Scheint nicht fun zum Funktionieren, das Ganze. Man kann, was man noch in Funktion hat, man kann vor- und zurückfahren. Und dann dementsprechend, wenn man es transportieren will, quasi auf dem Tiefladeranhänger drauffahren. Oder dann eben mit Gabelstapler. Könnte man mal probieren, ob man das mit Gabelstapler irgendwo hinheben kann. So. Weil zwischen den Ding hat man nicht rein können, weil da waren Kollisionen. Gut, man kann es quasi auf dem Anhänger aufladen. Im Gabelstapler. Jedoch kann man damit kein Holz schneiden. Gut. Tja, dann schauen wir mal, wann es dazu ein Update gibt. Dass das jetzt keinen aufgefallen ist. Okay. Gut, dann schauen wir, wann es ein Update dazu gibt. Wenn euch das Video gefallen hat, trotzdem, dass die Säge jetzt nicht funktioniert, könnt ihr ein Like da lassen. Ihr könnt den Kanal abonnieren und wir hören uns dann im nächsten Video. Bis dann.